Ja, die Begrifflichkeit am Anfang. Ich hätte jetzt den Tennisschläger erwartet. Ja. Ist das das neue Tennis? Das moderne Tennis? Das ist der neue Besentennis. Ja, super. Macht viel Spaß, aber muss auch vor- und nachbereitet werden. Ist das an? Ja. Muss auch vor- und nachbereitet werden. Dazu gehört erstmal das Wässern. Das heißt, man muss den Platz nass machen, damit es auch nicht so staubt. Und dann abziehen. Das heißt, es gibt so ein Netz, das zieht man hinter sich her. Und dabei wird natürlich mit dem feinen Sand werden die Linien, die Spielbegrenzungen im Grunde darstellen, mit Sand überdeckt. Und damit man die wieder gut sieht, gibt es diesen Linienbesen. Und dann kehrt man im Grunde die Linie wieder frei, damit man beim Spiel weiß, wo das Spielfeld sein Ende hat. Also Heike, jetzt weißt du auch, wie ein Linienbesen aussieht. Wir haben nämlich drüber diskutiert, wie das aussehen könnte. Also wenn ich mit dem Besen meine Wohnung kehren müsste, bräuchte ich echt lange. Aber für den Tennisplatz natürlich die ideal. Die Linie ist auch nur so breit wie der Ball. Genau. Ich habe immer gedacht, dieses Netz ist, das nimmt man, ich meine, ich bin nicht Tennisspieler, das siehst du jetzt schon, dieses Netz nimmt man, wenn man über den Platz zieht, um die ganzen Bälle einzusammeln. Nein, die Bälle, die muss man schon aufheben, als sei denn, man ist jetzt in einer Tennisschule und bekommt Tennisunterricht. Da sind ja ganz viele Bälle Einsatz. Sorry. Und dann gibt es natürlich solche Aufhebhilfen, das sind so Röhren, mit denen kann man dann, muss man sich nicht jedes Mal bücken, sondern die Bälle einfach in der Röhre sammeln und dann in den Ballwagen ausgeben. Also rückenschonend für Menschen wie mich, hervorragend. Also es gibt natürlich in unserem Tennisverein auch eine Tennisschule, bei der man das Tennisspielen lernen kann. Das empfiehlt sich auch, um falsche Schlägerhaltungen sich von Anfang an nicht anzugewöhnen. Vielleicht kurz ein paar Daten zu unserem Verein. Den gibt es schon seit 70 Jahren angefangen. Der befindet sich hinter den ehemaligen Provianthäusern am Rand von Friedberg. Angefangen hat wohl alles mit einem alten Eisenbahnwagen als Umkleide. Jetzt haben wir mittlerweile 9 Sandplätze, 270 Mitglieder und 16 Mannschaften, die im Grunde in verschiedenen Alters- und auch Spielklassen um Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfen und sich mit anderen Vereinen messen. Aber Tennis ist auch ein guter Sport für diejenigen, die einfach nur Spaß haben wollen, ohne Wettkampf. Wir haben auch Mitglieder, die einfach nur spielen und Freude dran haben, ohne sich jetzt in einer Mannschaft zu organisieren. Und vom Alter sind wir im Grunde ein Angebot, die Ballschule für 3- bis 6-Jährige. Oh, super. Da geht es natürlich schon erstmal mit bisschen Bewegungskoordination los, nicht gleich mit Aufschlag und Tennisschlägen. Bis ins hohe Alter. Also wir haben eine Doppelrunde von Männern, die fast auf die 80 zugehen oder die 80 schon erreicht haben. Ein Angebot für jeden. Und wir haben auch viele, die am Karriereende aus einer anderen Sportart überlegt haben, Tennis könnte ein Alterssport für mich sein und dann zum Tennis dazugekommen sind. Also man kann jederzeit in jedem Alter einsteigen. Und was uns ein bisschen auszeichnet ist, wir haben 9 Plätze bei 270 Mitgliedern. Kann jeder spielen, auch wenn er gerade mal Lust hat und muss sich nicht eine Woche vorher schon irgendwo über eine Platzbuchung einen Platz sichern oder hat nur ein gewisses Kontingent. Und die meisten, die ich auf der Anlage sehe, oder ich sag mal 99,99%, haben gute Laune und verbringen eine schöne Zeit. Und das gemeinsame Zusammensitzen am Ende auf der Sonnenterrasse gehört natürlich genauso dazu wie das Schwitzen. Das heißt, du fühlst dich hier wie zu Hause. Hier hat man auch nur Spaß und Freude. Ja. Und klingt nach einem sehr erfolgreichen Konzept. Finde ich super. Herzlichen Glückwunsch für so einen tollen Verein. Und Tennis spielen für jedermann, für jede Frau. Ja, und jede Unbedingt. Natürlich wir bieten auch natürlich auch, man muss sich nicht gleich entscheiden, Schnupperkurse an, Schnupperstunden, wo man mal austesten kann, wäre das was für mich. Über unsere Webseite kann man da sich ein Angebot einholen und eine Trainingsstunde ausmachen oder einen Schnupperkurs und sich dann entscheiden, ist Tennis was für mich. Und ihr steht da hinten hinter dem Getränkestand, oder? Genau. Sehr schön. Stand Nummer 32. Super. Ganz, ganz lieben Dank. Tennis Club Friedberg, schön, dass ihr hier seid und diese Veranstaltung bereichert. Dankeschön.